Also ich habe gestern schon da zwei Terrassil fertig gemacht und mir auch mal dieses Schwert gemacht. Okay, sauber. Na? So. Also. Moment. Ich mach gerade noch so ein bisschen. Bisschen, ne? Ich mach auch so ein bisschen nebenbei. Ja, also, okay. Ja, so lobe ich mir das. Also, für die Runen machen wir erstmal hier die Rune of Fire. Wenn du mal anschaust, da brauchst du auf dem Runic-Altar drei Mana-Steel, ein Netherbrick, einmal Gunpowder und einmal eine Netherwarze. Warte. Thermali. So, Rune of Fire. Warum kann ich die. Achso, Shift-Click. Ja. Ah, okay. Gut, Mana-Steel. Netherbrick, Gunpowder, Netherwarze, okay. Ah, da kriege ich aber drei Stück raus, das ist gut. Mhm. Weißt du, wie man Mana-Steel herstellt? Ja, ich denke mal Stahl in Mana-Pool. Stahl, sage ich. Eisen in Mana-Pool. Genau. Was wir nur noch treffen. So. Der Runic-Altar. Weißt du, wie der hergestellt wird? Ja, mit einer Enderperle, die du in den Mana-Pool wirfst oder mit dem Diamanten, ne? Und dann eben Living Rock. Genau. Also, macht man sich doch ein bisschen was gelernt. Wow, oh, schön. Bin stolz auf dich. Ja, danke. So, mach mal erstmal eine. Gar nicht ironisch. Ja, So, eine Rune of Fire machen wir dann jetzt erstmal. Dafür brauchen wir drei Mana-Steel, eine Netherbrick, Gunpowder und eine Netherwarze. Ja, ich glaube, das hatten wir schon mal gesagt. Gut. Also, kannst du einfach entweder mit den Sachen richtig machen oder einfach mit Q rauswerfen. Okay. So, siehst du, das ist bloß schon umschweben. Ja. Und wenn du mit dem Wand of Forward auf den Function Mode gehst und dann einmal rechtsklick machst. War ich das jetzt? Ja, das hast du jetzt aktiviert. Ah, okay. Also offiziell. Ah. Ja, ich hab dem jetzt gesagt, das Rezept ist richtig und jetzt soll er machen, ne? Genau. So, okay. Jetzt braucht er Mana. Da fahren wir jetzt hier extra einen Redstone Mana Spieler. Machst du einmal rechtsklick. So, und wenn du jetzt dann drüber gehst, siehst du, da fühlt sich so eine kleine Anzeige. Ja, genau. Mhm. Was ich auf jeden Fall sagen kann, der Redstone Mana Speeder, der ist ein bisschen komisch gemacht. Also der braucht ein dauerhaft aktivierbares Signal, also wie bei einer Redstone Clock. Also einfach einen Schalter daneben und an ist nicht. Also der braucht Impulse. Genau. Okay. Ja, da ist die Redstone Clock ja am besten geeignet. Ja, das auf jeden Fall. Ja. So. Müssen wir jetzt einmal warten, bis er fertig ist. Ja. Dauert halt einen Moment. Ja, okay. Eile mit Weile, ne? Jojo. Könnt mal den hier machen. So. Jetzt ist er gleich fertig. Gut. Ah, jetzt kommen die Blitze, ja, okay. Ja. Und du hast auch Living Rock im Inventar, ne? Ja. Einmal draufschmeißen. Oh, ja. Ja, knapp. Knapp. So, einmal drauf. Nee, oh. Ja, das üben wir nochmal. Und dann nochmal mit dem Function Mode rechtsklick. Ui! Drei Stück habe ich, cool. Gut. Und das gleiche machen wir dann jetzt nochmal mit der Root of Earth. Ich werfe dir jetzt auf jeden Fall alles dahin. Mhm. So, und jetzt machen wir. Root of Earth. Das ist dann ein Block of Kohle. Was noch? Ein drei Mana-Steel. Ha? Drei Mana-Steel? Ja. Ja. Und dann? Ein braunen Pilz. Warte mal, ich guck mir das mal an. So, Shift. Ein Pilz und ein Stone, okay. Brauche ich noch ein. Also den Cobblestone nicht. Nochmal ein Stone. Und ein Pilz. Ist ein Fußpilz. Ne? Ist es egal, was für ein Pilz oder? Das muss ein brauner Pilz sein. Brauner Pilz. Also so einer. Genau. Okay. Dann die drei, den da und den da. So, jetzt mit dem Wand da drauf. So, jetzt habe ich ihn aktiviert, genau. Ja. So, jetzt müssen wir den noch aktivieren. Ah. Mana kommt rein. Ist ja lustig. Ja, ist teilweise, finde ich, beim ersten Moment ein bisschen verwirrend, aber relativ easy. Boah, doch. Warte mal, ich muss noch mal angucken, wie der Manas, der Redstone Manas Spieler gemacht wird. So, warte mal, rechtsklick, ne, mit dem Buch und dann. Ah ja, okay, gut. Ist auch einfach. Ja. Ist so, bist du mal fertig? Nee, noch nicht. Knapp drei Viertel. Ah,
Dann nutze ich mal die Gelegenheit und trinke noch einen Schluck. Wohl bekommst. Ist ja nur Wasser. Ja. So, den Stuhl noch einrasten, damit er auch nicht quietscht. Ja, meiner kann nicht mehr quietschen. Okay, deiner ist kaputt. Ja. So, Blitze sind da. Ja. Ich würde auch wirklich, wenn sofort die Blitze da sind, würde ich auch sofort den Würstermann das wieder ausmachen. Ah, okay. Cool, jetzt habe ich noch 3 Wound of Earth. Gut. So, dann. Und bei welcher Blume waren wir jetzt wieder? Bei der Thermalily. Thermalily, genau. Thermalily, okay, die braucht jetzt noch ein Mystical Rotes, dann ein Orange Mana Petal und ein Mystical Orange Petal, okay? Jo. Das lasse ich dich mal gerade machen, dann gehe ich mal runter und hol schon mal den Treibstoff. Ich brauche nur Wasser. Daran habe ich natürlich gedacht. Mystical Rot. Und ich merke gerade, wir haben gar keine Lava mehr. Ich glaube, die Lava-Pumpe ist leer. Mystical Rot, genau. Orange Mana Petal. Mana, Wasser ist drin. Was? Wasser habe ich reingetan. Ah, okay, danke. Und ich gehe mal ganz, ganz schnell irgendwo Lava suchen. Ich glaube, hier vorne war noch ein bisschen Lava. Okay. So, ich nehme jetzt so ein Petal, ne? So ein Mystical Orange Petal und werfe es in den Mana Pool. Ja, genau. Dann kriege ich ja hier so ein Orange Mana Petal, genau. Ah, super, hier habe ich Lava schon weggenommen. Den. Einen davon. Den da. Den da. Und, den da. Ah, da ist Lava. Ja, genau. Das müsste so passen. So, jetzt noch den Seed da rein. Und. Hey! Thermalily, cool. Sehr schön. Achso, die Thermalily ist dann quasi das Gegenstück zu der Hydro Angeas, ne? Ungefähr. Was heißt ungefähr? Der Unterschied ist, die Thermalily, die hat einen Cooldown. Ah, okay. Also da kannst du dich wirklich dauerhaft Lava reinschmeißen. Wenn die einmal Lava auch braucht, dann dauert das einen Moment, bis das wieder klappt. Ach so, okay. So. Ich würde sagen, ich mach dann hier mal einen kleinen Aufbau hin. Schmeiße her die Thermalily mal hier auf die Ecke. Also hier in die Ecke anpflanzen. Ja, ja, ja. So, und jetzt aufpassen. Dann schmeiß ich jetzt Lava hier hin. Mhm. Ja, das blubbert. Oh, weg. Ja, und die produziert. Ach, der verbraucht die. Ja. Ah, okay. Und wenn du auf die Thermalily nach drauf schaust. Ja. Wow. Mhm, das ist nicht wenig. Ja. Halt, dafür hat die auch diesen gewissen Cooldown, weil ansonsten wäre das schon ziemlich okay. Ja, ja, klar. Ja gut, aber an Lava kommst du auch nicht so leicht, würde ich jetzt sagen, ne? Lava-Pumpe. Einmal nur in Pumpe-Ende. Also, da kannst du schon einiges an Lava dann reinhauen. Muss halt dann nur immer wieder dann hier reinstellen. Ja, klar, okay. Ja gut, super. Mhm. Das sind so die Blumen, mit denen man anfangen sollte. Das auf jeden Fall. Okay. Und wenn du richtig lustig bist und einmal einen richtig starken Mana-Schub brauchst, dann kommst du einmal mit hier rüber. Ja. Wir haben hier nämlich drüben. Ups. Hier haben wir die. Und das? Ja, das siehst du jetzt gleich. Okay. Die Entropinium. Weißt du, wie die betrieben wird? Nein. Das ist meiner Meinung nach die lustigste Blume. Die jagst du in die Luft. Oh Gott. Nein! Mach's doch nicht! Na! Hä? Okay. Die neutralisiert die Explosion. Ah, okay. Und die macht dann aus TNT, macht die Mana. Aha. Und das echt nicht so wenig. Ja, ja, ich seh's grad. Die Blume war fast ganz voll, ne? Mhm. Was ist das jetzt hier? Die rosa Arkane? Schau mal auf deine Level, wenn du welche hast. Ach gut. Yeah. Ja, die macht aus Erfahrung, macht die Mana. Ah, cool. So, und das wird momentan hier rüber geleitet zur Orchid. Und die macht dann, wenn sie Mana bekommt, macht die aus Cleanstone Erze. Ja, das habe ich schon mal gesehen, ja. Alter. Also, das ist auf jeden Fall relativ produktiv. Mhm.
Ja, ich weiß bloß nicht, ob sich das wirklich so lohnt. Ne? Also, es lohnt sich auf jeden Fall nicht, da wirklich so eine ganze Anlage darüber zu machen. Also, eine Quarry oder sowas ist auf jeden Fall besser. Also ich meine, wenn du jetzt irgendein Modpack spielst, wo du gar keine Erze hast, dann ist das natürlich auch top, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber so generell, so ein TNT da rein und das gibt auf jeden Fall einen ordentlichen Mana-Boost. Ja. Ich glaube, du kannst damit eine ganze Rune auf einmal machen, wenn nicht sogar zwei. Cool. Ja, kannst du dann halt anschauen, was du aus dem Mana machen kannst. Was ich sogar gesehen habe, du kannst aus Mana sogar wirklich RF machen. Ach du Schande, nee, also das brauchst du, glaube ich, gar nicht. Nee, das ist... Ich weiß gar nicht, wie stark sich das rentieren würde. Ja, cool. Bin ich um einiges schlauer. Mhm. Was man ja einfach nur so raten kann, was ich recht cool finde, diese Mana-Stil-Rüstung. Also so die Waffen und so weiter. Okay. Wenn du ein Mana-Tablet hast, dann kannst du... Was für ein Ding? Ah, das machen wir nochmal gerade. Die Zeit gönnen wir uns mal schnell. Und wie denn in der Folge noch gar nicht war, muss ich mal dafür runter. Nein. Ein Diamanto. Ja, ich werfe dir gerade mal ein bisschen Cobblestone runter, den ich noch habe. Ja, ich bin schon oben. Ja, egal. Ja. So. Auf jeden Fall. Ein Mana-Tablet. Wird gemacht aus einem Mana-Diamant und Living Rock. Kannst du dafür auch Enderperlen nehmen oder brauchst du einen Diamant? Das weiß ich gerade gar nicht. Schau ich mal gerade nach. Geht auch mit einer Enderperle. Ah, okay, gut. Mana-Tablet ist dann wo zu finden? Bei Basic Mechanics oder was? Mana-Tablet ist bei... Na, wo ist es? Wollte ich gerade selbst schauen. Mana-Tablet. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, finde ich auch. Kommt auch von mir. Mhm. Was? Achso, das ist der Index, okay. Warte mal, Mana-Detektor, Fluxfeld, Mana-Pylon, Mana-Void. Ah, Portable Mana-Transport bei an Introduction to Mana. Ah, okay. Cool. Hab's gefunden. Gut. Also der Aufbau ist doch nicht wirklich schwierig. Living Rock und Mana. Mhm. Diamant oder Perle. So. Habe ich mal gerade gemacht. Und zwar haben die Mana-Pools, die haben auch noch zwei verschiedene Stati. Stati. Stimmt schon. Gut. Zum Beispiel einmal Exact den Mana from Items. Das heißt, wenn ich jetzt was drauflegen würde, was Mana beinhaltet, würde es rausziehen. Oder Sparing Mana to Items. Das Mana wird jetzt auch in die Items aufgeladen, wenn sie aufnehmen können. Mana-Tablet kannst du jetzt drauflegen. Ja. Ah, cool. Kamen gerade ein paar Blitze. Ja. Und einfach mal hier ist ein bisschen mehr drin. Also das lädt sich dann jetzt auch auf. Sieht's auch ziemlich gut. Und ich glaube, da kannst du es jetzt schon mal gerade wegnehmen. Einfach rechtsklick. Ah, okay. Und dann sagt das nur ganz voll. Ja, aber wenn es in der Hand ist oder im Inventar, schon mal ungefähr bei deinem Level, da müsste eine zweite Leiste sein. Bei meinem Level? Nee. Ist nicht. Keine zweite Leiste. Ich habe wahrscheinlich auch kein Werkzeug oder sowas von dem. Ja, das kann sein. Aber auf jeden Fall, da kannst du das Mana halt drin aufladen und dann halt irgendwo das hin reintun. Sagen wir mal, das Mana jetzt aus diesem Mana-Pool könntest du dann jetzt hier in den rein liefern. Mhm. Oder, das ist ja cool. Was ich sogar noch recht cool finde, du kannst zum Beispiel das Mana-Schwert und so weiter, wenn du das benutzt, dann verliert das seine Haltbarkeit. Wenn du aber ein Mana-Tablet oder ein Ring of Mana, das ist quasi ein tragbares Mana-Tablet, hast, nimmt sich das einfach Mana und repariert sich. Ja, cool. Ring of Mana. Ja, Ring of Magnetization, Botania. Band of Mana. Ah, okay. Das sind einfach... Da gibt's auch viele Ringe, ne? Alter. Ja, du kannst echt... Alles gibt. Du kannst echt viel machen. Das ist echt Wahnsinn. Cool. Das Ganze kannst du dann halt nochmal vergrößern, wenn du nochmal einen Terra-Stil hast. Dann kannst du einfach mal die Größe von so einem Mana-Tablet, also so von einem Band of Mana, einfach mal vervierfachen. Ja. Krass. Mhm. Cool. Und das kannst du, warte mal, press B to open the Bobbles. Ah, okay. B. Ah, Bobbles. Ah, okay, da kannst du dann reinpacken. Cool. Genau. Ist ja genial. Also das ist dann quasi die Batterie dafür, hm? Quasi. Boah,
Cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und wenn, das will ich mal gerade zeigen, wenn der Terra-Stil, einfach mal Terra, also T-E-R-R-A. Ja, ja, ich weiß, wie Terra geschrieben wird. Ja, weiß ich schon nicht. Ja, doch, solltest du. Ja. Terra-Stil, ja. Das ist wirklich einer der schwersten Materialien. Danach bezog ich nur noch ein einziges schwierigeres. Da muss ich nochmal genau nachschauen, wie das geht. Auf jeden Fall, Terra-Stil wird, wenn du mal darauf klickst, für das Konzept. Ja, dann zeigt er mir nur einen Block auf Terra-Stil an. Genau. Das stimmt nämlich schon soweit. Es gibt nämlich nur eine einzige Methode. Und die steht in dem Lexica Botania. Unter Basic and Mechanics unten bei Terra-Stil. Ah, Terra-Stil, okay. Und zwar brauchst du für Terra-Stil herzustellen eine Terrestrial Agglomeration Plate. Ach du Schande. Ich hätte es doch nicht mal aussprechen können. Ja, ich hab da so. Set on top of a checkerboard pattern of Lapis Lazuli Blocks and Living Rock. Mana would need to prove. Ja, okay. Nächste Alter. Satz. Das ist nicht ohne. Das ist wirklich nicht ohne. Und das ist für einen Terra-Stil. Also das ist wirklich die Platte, die brauchst du. Die brauchst du generell, also die verbraucht sich nicht. Okay. Und zwei Seiten weiter siehst du, wie das Ganze aufgebaut wird. Ja. Er ist ein bisschen klein, gell? Ja, das ist ein 3x3 Block einfach. Ja. Da wirfst du dann, wenn. Aber auch nur wenn du einen halben Mana-Pool voll hast, wirfst du da eine Mana-Perle, Mana-Diamant und Mana-Ego drauf. Und also, achso, du brauchst die drei dann, ja? Du brauchst die drei wirklich. Okay. Und du musst dann irgendwie sofort Mana auf diese Platte schicken. Okay. Und zwar einfach. Dann auch am besten so ein Redstone-Mana-Spreeder oder sowas? Nein, nicht über den Mana-Spreeder. Der schießt zu langsam. Achso, okay. Das also, du brauchst dann schon Mana-Pool. Auch nicht. Also, es gibt noch was weiteres, und zwar gibt es sogenannte Sparks. Sparks? Warte mal, Sparks. S-P-A-R-K-S, ne, würde ich sagen. Ja. Okay, Spark. Spark. Ah, cool. Oh, Alter. Aber das Gute ist, bei denen, das ist ein schnellerer Mana-Spreeder, kannst du sagen, der auch nur dann Mana verbraucht, wenn auch, oder gesagt, verschickt, wenn auch wirklich was gebraucht wird. Okay. Ist halt perfekt für die, für diese Terra-Stil-Herstellung. Ja. Ich sehe gerade, da gibt es jetzt noch andere Sparks, ne? Also es gibt den normalen Spark, dann gibt es noch den Corporea Spark und den Master Corporea Spark. Dazu würde ich jetzt vielleicht gar nichts sagen. Ja, okay, gut, das lassen wir dann. Ja, das wäre dann, glaube ich, auch zu viel. Also, ich glaube hier diesen Corporea Spark wüsste ich noch irgendwie, wie das gehen würde. Ja. Also Ender Air Bottle weiß ich, das ist einfach, wenn du im End bist, rechtsklick mit einer normalen Glasflasche und du hast einen Ender Air Bottle. Ja, du fängst die Luft ein. Ja, ja, cool, cool. Und Pixie, nicht das schlecht. Ist irgendwie was mit diesem Portal, was du eben schon angesprochen hast. Ja. Aber hier bei Master Corporea Spark, diesen Dragonstone, null Ahnung. Da muss ich mich auch noch einlesen. Ja. Nee, aber cool, vielen Dank erstmal. Da weiß ich dann auf jeden Fall viel mehr Bescheid. Ja. Warte mal, jetzt muss ich gerade mal was gucken, um mich auch irgendwie revanchieren zu können. Habt ihr das? Ja, Blood Magic, genau. Also wenn du irgendwann mit Blood Magic anfängst oder sowas, dann komme ich gerne nochmal vorbei. Jo, mach mal. Sehr schön. Was soll ich was sagen? Wir sind schon bei 36 Minuten. Oh, cool. Ja, dann würde ich aber zwei Folgen draus machen. Ja, mache ich auch. Ja. Gut. Würde ich sagen, wenn du alles verstanden hast und nochmal Fragen hast, kannst du nochmal anschreiben. Ja, mache ich dann. Gut. Und auch für euch, wenn euch diese Doppelfolge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und schaut auf meinem Twitter 2 vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.